Leute, willkommen zurück zu Cologne Bike Lane. Heute werden wir das erste Mal dem Namen der Serie gerecht und fahren mit euch über Kölner Fahrradwege. Es hat sich viel getan in der Innenstadt, aber es gibt natürlich auch immer noch Schandflecken, wie die Venloer Straße, die ihr gerade im Intro gesehen habt. Ja, ich fahre jetzt mit euch auf die Ringe. Da ist einiges passiert, da sind Fahrradspuren aufgekommen. Ich hoffe, dass die jetzt frei sind. Wir haben so mittags gegen 13 Uhr. Ja, und dann schauen wir uns doch einfach mal das neue Stadtbild an. Und ob da wirklich alles Gold ist, was glänzt. Bis gleich. Also das Positive zuerst, ich bin jetzt echt bis zum Ebertplatz gefahren, um das Ende der ausgebauten Radstrecke zu finden. Jetzt fahre ich einmal um den Ebertplatz rum, da sind alle möglichen Piktogramme unten auf dem Boden. Das heißt, man darf als Fahrradfahrer die rechte Fahrspur komplett mitbenutzen. Ich habe jetzt auf dem Hinweg gemerkt, das ist nicht ganz so praktisch, weil natürlich auch ein gewisser Rückstau existiert vor mir dann von den Autos. Genau, aber ich zeige euch jetzt mal die Strecke im Schnelldurchlauf. Das heißt, wir fahren jetzt einmal vom Eberplatz aus, die Ringe entlang und gucken, wo der ganze Spaß endet. Viel Spaß dabei! So, das hier ist der Beginn der ausgebauten Strecke. Sieht nach nichts aus, wird aber breiter. Hier ist jetzt nur noch einspurig. Wie man sieht, wird man hier trotzdem gefährdet und umgenietet. Aber da kann man nichts dran machen. Das hat sich wohl so eingebürgert. Naja, hier wurde auf jeden Fall die mittlere Spur für die Autos verengt, um hier einen einigermaßen passablen Radweg Richtung Hansaring zu gestalten. Ja, ich fahre jetzt mal weiter die Ringe, mal gucken, wie es hier weitergeht. Habt ihr das Piktogramm gesehen? Da muss man schon relativ gut aufpassen, um zu bemerken, ab wann man denn jetzt die Ringe benutzen darf und wann nicht. Genau, also das heißt, sobald die großen Piktogramme vor den Ampeln zu sehen sind, darf man sich als Radfahrer in den fließenden Verkehr einreihen. Ja, ich fahre jetzt hinter den Autos her. Ist halt schön, wenn die rechte Spur freigegeben ist. Allerdings halten sich leider nicht alle dran, wie das nun mal so ist. Auch das Thema Rechtsabbieger ist so eine Sache. Na, ich mache jetzt hier keinen Vorwurf, es ist einfach sehr schwer, sich hier einzuordnen vor mir. Naja, und jetzt wird es langsam ein bisschen freier. Zwei Spuren, die gemeinsam benutzt werden. Und hier vorne kommt jetzt eine Baustelle, die geht bis Riesenplatz. Die klammern wir jetzt einfach mal aus. Auf Höhe Rudolfplatz wird leider der ganze Ring benutzt als Parkfläche. Das heißt, hier kann man weder mit dem Auto noch mit dem Fahrrad fahren. Ist natürlich ziemlich unpraktisch, weil es auch diese neue Fahrradgeschichte ziemlich unterbricht. So, hier ist wieder so eine typische Abbiegersituation. Naja, gucken wir mal. So, ich werde mich jetzt wieder auf den Ring runterfallen lassen. Und dann fahren wir mal den Habsburger Ring entlang. Und gucken einfach mal, wie weit denn diese ganze Geschichte hier geht. Ich habe gehört, dass der heute auch abgeschleppt werden soll, relativ konsequent, aber das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ja, yeah, Leute, absoluter Luxusfahrradweg. Sowas habe ich wirklich außer in Amsterdam selten gesehen auf dieser Welt. Vielleicht ist es ja doch an der Zeit, ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Ja, hier hat man tatsächlich dem motorisierten Verkehr eine Spur weggenommen.
um zumindest für 300 Meter eine riesige Fahrradspur einzurichten. Toll, geil ausgebaut, ich fühle mich relativ sicher. Genauso schnell hört es aber auch wieder auf. Fahrradweg. So hat ein Fahrradweg auszusehen. Das hier ist ganz frisch eingeweiht. Also ich glaube irgendwie 2 Monate, wenn überhaupt, im Betrieb. Wirklich eine geile Sache. Moin Uwe, ne? So Leute, kurz vorm Klotwigplatz endet jetzt diese ganze ausgebaute Geschichte. Klar, es gibt noch kleine Unterbrechungen, aber gerade diesen Winter soll ganz, ganz viel passieren, baulich. Deswegen, ich bin schon sehr zufrieden mit dem, was sich hier verändert. Man sieht, es passiert endlich etwas. Und das ist ja, denke ich mal, das Wichtigste. Gut, hoffen wir, dass solche Bilder wie hinter mir dann in Zukunft die Ausnahme werden. Ich nehme euch jetzt auf den Weg mit zurück und dann schauen wir uns an, was sich da noch Positives verändert hat. Bis gleich. Der Hammer. Guckt euch das an. So hat ein Fahrradweg auszusehen und da fühlt man sich dann auch wesentlich sicherer. Die Autos können entspannt überholen. Ich fühle mich nicht gefährdet. Langsamere kann ich ohne Probleme überholen, ohne dass ich mich selber oder wiederum andere gefährde. Also ich muss sagen, das gefällt mir. Wenn sich das in der weiteren Stadt so fortsetzt, dann besteht tatsächlich Hoffnung, dass wir irgendwann mal zur Fahrradstadt mutieren könnten, was wir dringend brauchen, weil wir sind zugeparkt. Ja, Klimawandel brauchen wir nicht drüber zu reden, aber der Platz in Köln reicht einfach nicht aus, dass jeder Kölner Bürger sein eigenes Auto rumfährt. Das ist schade für die, die affin sind, was das Thema angeht. Ich selber bin ja auch mal autoaffin gewesen, habe ich euch, glaube ich, noch nie erzählt. Aber ich bin schon mal zufrieden mit dem, was ich hier sehe und habe auf jeden Fall Bock, euch das mal zu zeigen. So, ich mache mich jetzt auf den Rückweg, schauen wir mal, wie das auf den Ring bis zum Friesenplatz auf der anderen Seite aussieht. Und dann war es das auch schon für heute. Genießt die letzten Meter. Schaut euch das an, hier werden sogar die Ladezonen freigeschleppt, damit der Lieferverkehr nicht auf den Fahrradweg ausweichen muss. Wie genial ist das denn bitte? Ja Leute, Hammer. Ich bin schon fast wieder am Rudolfplatz angekommen. Ihr habt gesehen, es ist auch wunderbar ausgebaut. Ist zwar nur markiert und keine bauliche Trennung, aber irgendwo muss es natürlich beginnen. Ich will mich da nicht beschweren. Das ist schon 100.000% besser, als es das vorher war. Wir finden jetzt endlich alle Platz, alle Leistungsspektren haben jetzt hier die Möglichkeit, normal Fahrrad zu fahren, zur Arbeit zu fahren, whatever. Ja, und ich finde, es wurde verdammt nochmal Zeit. So, das war's von mir für heute. Schaltet auf das nächste Mal ein, wenn es heißt Cologne Bike Lane. See ya!